Freunde virtueller Zeitverschwendung. Ich bin CoalP100, der mit der Zeit dran. Herzlich willkommen zurück zu Splinter Cell Blacklist. Ja, schön. Und ich habe jetzt gerade kurz meine Worte verloren, weil ich das hier hinter mir gesehen habe. Seht ihr da diese Anzeige? Spione gegen Söldner. Attacks Corps. Das bin ich. Rekrut, weil wir noch nichts davon gemeistert haben. Mr. Williams ist bis jetzt der einzige Typ in meiner Kontaktliste, deswegen ist der da. Hier kommt. Das ist quasi alles hier in diese Huts integriert. Das fällt mir jetzt erst auf. Seht ihr, wir sind gerade in der Paladin. Missionsfortschritt gesamt. Grim Brick zeigt es uns leider nicht an, anscheinend. Oder können wir das hier einblenden oder so? Weiß ich nicht. Alles klar. Wir können es ja ansonsten bei Riggs nachgucken. Schade. Wäre schön, wenn man das einfach durchs Umsehen hier so jederzeit hätte einsehen können. Ist ja eigentlich eine super Idee gewesen. Was haben wir hier? Paladin Level ist 25, Ausrüstung ist 43 von 214 Multiplikatoren. Fortschritt, Herausforderung, Pistolenkills. Alles klar. Liebe Leute, ich würde sagen, wir wasten gar keine Time. Ja, ich weiß, haben wir alles schon gekauft. Lass mich in Ruhe. Und gehen ans SMI. Und schauen mal bei unserer nächsten Mission vorbei. Allerdings im Dunkeltaten. Metaspiel. Was soll das sein? 15:23 haben wir noch. Ach so, das ist dieses komische, was ich nicht verstanden habe. Genau, jetzt weiß ich es wieder. Das ist ganz merkwürdig. Das SMI berichtet von total auffälligen Wettgebaren während des großen Hundeschlittenrennens im März. Geld aus Übersee, große Wetten auf Nieten und so weiter. Einige Terrorgruppen verschaffen sich Geld durch getürkte Sportevents. Vielleicht auch bei diesem. Ich blick einfach, ich kann ja hier nirgendwo hindrücken, wisst ihr? SMI durchsuchen. So, was durchsuche ich hier jetzt? Was bitte soll ich hier durchsuchen? Hm? Sportwetten. Tödliche Küste. Abtrünniger Agent. Versteht ihr? Ich weiß nicht, was ich machen soll, um ehrlich zu sein. Elite-Spiel, zeig, was du kannst. Ich kann auch nirgendwo, nee, das kapiere ich nicht, liebe Leute. Ich glaube, wir machen einfach die nächste Hauptmission. Privates Anwesen, vielleicht ist das jetzt eine schöne Villa, in die wir eindringen müssen. Das macht mir Spaß, darauf habe ich gewartet. Und CIA-Gebäude, irgendwie sowas, sowas muss noch kommen. Da will ich rein. Deswegen jetzt nach hier, Ciudad del Este, Paraguay. Solo-Kampagne, privates Anwesen. The White House is urging Americans to remain calm in the wake of the blacklist attack labeled American consumption, the first action taken by the engineers on our nation's soil. According to the CDC, the attack was biological in nature, with the potential for over 2 million casualties in the greater Chicagoland area. Only the quick action of a handful of SWAT officers prevented what would have been the largest terrorist attack in American history. Yeah. Seht ihr, wir werden natürlich nicht offiziell erwähnt, wir waren eine Handvoll SWAT-Mitglieder. Nun ja, in dem Gewerbe, in dem wir uns befinden, sind wir natürlich die Typen hinter der Kamera. Was soll man sagen, wir haben es ja nicht anders erwartet. Hören wir uns mal an, was unser Team zum privaten Anwesen in Paraguay zu sagen hat. Sam, we got a problem. The net's crawling with info about Coben. People think he got scooped to cut some deal with Uncle Sam. How'd they find out? From us. Us? Grim didn't tell you? Saving Chicago didn't get us any leads. You told us to hunt Sadiq. We needed bait. You didn't clear this with me. So you can call audibles in the field all day, but we aren't allowed to execute a plan? What's throwing Coleman to the dogs get us? Reza Nouri. An hour after I leaked the Coben intel, my email was forwarded to him dozens of times. Tracking software? Single pixel web beacon. It's the best picture we could dig up. The intel we pulled makes up for it. NSA suspects Nouri has ties to Iran. Images are uploaded, Grim. Thanks. His estate is a fortress. Yes. Cutting-edge security, ex-military guards. It's all good, Sam. You want to bust into a fortress? I got exactly what you need. What? You want it now? Because, I mean, it's not finished, per se. I'll just get it. Nicht schlecht. What's our move? Tja, was denkst du denn? In eine Villa einbrechen bei Nacht? Holy bejesus, sind wir dabei. Los geht's. Just like President Nouri knows you've been caught and thinks you've turned informant. Shit, how'd he find out? Bad luck, I guess. I want to know why he's worried. I don't know. I supply materials, he supplies the muscle. We have a lot of mutual friends.
I rigged a high energy density capacitor and EMP into a tri-rotor. I'm still working out the bugs, but if we're talking about trashing a security system... What's in the case? Thermite. Scored it for some friends who do B&E. Go on missions, sometimes. Add it to my loadout. Anything else you may want to tell me, Coben? Look, I might have a guy who did some work on Nuri's security. I could find out what he knows. Make it happen. Yeah. Los geht's, Paraguay. This place is gonna be ambush city. So if you want to turn the tables, the SMI calls out sticky mines and cams as your best options. Alles klar, das interessiert uns nicht. Wir benutzen das, was die Situation in dem Moment, in dem es passiert, von uns erfordert. Beenden und starten die Mission. Los geht's. Privates Anwesen. Ciudad del Este. Paraguay. Dringe unbemerkt in das Haus des Terrorbrokers Razor Nuri ein und verhöre ihn. Believe it or not, yes. Nuri had a panic room installed. There's one hitch, though. Coben's source doesn't know its location within the estate. Brilliant. Do you want to hold off? No. Could work to our advantage. No need to chase Nuri down if he backs himself into a corner. How do we force Nuri into the panic room? We knock the power out. Give me access to the sec station to find the junction box and we're golden. Location? Head towards the main gate, uploading directions to your offset. Alles klar, sehr schön, das ist doch mal ein Plan. Und liebe Leute, ich hatte gerade einen Mords-Flashback. Es gibt auch eine Mission in Chaos Theory, wo man in so ein asiatisches Badehaus, glaube ich, einbrechen muss. Und das hat auch irgendwie so, das ist so genau derselbe Flair. Es ist nachts, es ist Vollmond, der Werwolf in uns kommt raus. Ich würde erst mal sagen, wir seilen uns hier ab. Einfach mal was können. Nicht hochklettern, du sollst runterklettern. Spring. Ach so. Okay, das ist, kann man natürlich auch einfacher machen, aber gut. Irgendwer redet hier. Ich weiß nur nicht wer. Und die leuchten mit Taschenlampen. Das ist auf jeden Fall nicht gut für uns. Die Schatten sind uns also nicht hundertprozentige Sicherheit. Jetzt habe ich schon gedacht, der sieht mich. Der ist übelst dran, wenn der sich wieder wegdreht. Holy crap. Schalten wir den aus. Hoffentlich geht er nicht nach vorne, sondern nach links. Das wäre jetzt echt cool. Sag mal, hier ist nichts. Wonach suchst du? Würmer? Dreh dich weg jetzt. Meine Fresse, wie der erste Mensch hier. Und tschüss. So, der Licht. Und den da vorne können wir mal anpsten. Yes, yes. Komm her hier. Hier hinten liegt nämlich dein toter Kumpel. Den solltest du dir mal ansehen. Ich habe ihn nämlich nur so angestochen, dass er nicht gleich stirbt. Du kannst ihn noch retten, indem du seine Wunden abdrückst. Aber leider ist es zu spät, denn die habe ich im Bauch gestochen. Du verblutest jetzt und hast wesentlich größere Probleme als dein Kollege. Ich habe ihn doch nicht nur im Bauch gestochen. Tut mir leid, das war eine Fehleinschätzung von mir. Sag mal, ist da oben einer auf dem Dach oder heißt das, dass der Typ da drin ist, der mir hier auf meinem Radar angezeigt wird? Ich glaube übrigens, es war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte, dass ich sofort meinen Radar geupgradet habe. Es ist einfach Gold wert. Nicht nur sofort zu sehen, wo Leute sind, sondern auch zu sehen, wo sie hingucken. Klar, das vereinfacht die ganze Sache ein bisschen, aber auf der anderen Seite wäre es schon wirklich ziemlich schwer, sich hier permanent nur auf diese Sicht zu verlassen, denn da ist das Spiel nicht darauf ausgelegt, dass man sich auf diese Sicht verlässt. Und da will man dann wahrscheinlich auch wesentlich öfter Hilfsmittel brauchen, wie zum Beispiel das hier oder das hier. Und das will ich nicht, weil es auch das zugegeben stimmige Gesamtbild, liegt ja deine Obstanzeige flackern auf, wenn du dich im Schatten versteckst, ja, das weiß ich doch, dass das recht gute Gesamtbild des Spiels zerstört, beziehungsweise stört. Okay. Da drin ist auf jeden Fall ein sehr schickes Auto. Und Leute sind da drin. Den da vorne. Der wird angelockt. Komm mal her. Dickerchen. Oh, der ist bloß ein Handwerker. Ich glaube, dem tun wir jetzt gleich Unrecht. Das ist natürlich schade, ne? Oh. Sam, ein bisschen... Also. Und jetzt? Was erwartest du jetzt? Oh mein Gott, schon wieder Hunde. No good. Not a guy who likes dogs. Haben die schon wieder Hunde auf mich angehetzt? Das darf da nicht wahr sein. Ähm,
How long has that door been open? Ja, du solltest sie mal zumachen. Das wäre die Lösung. Genau, komm mal her. Mach mal die Tür zu. Komm her. Komm mal her. Okay. Und auf. So, jetzt weg. Veamos. Where'd you go? Ja, wo ist denn dein Kumpel hin? Komm mal her hier. Na komm. Du darfst als Nächster gehen. Ich sollte jetzt nicht pfeifen. Ich glaube, dann haben die mich gleich auf den Kieker, weil sie wissen, hier geht irgendwas ab. I'm with you. Oh mein Gott, der Hund, der Hund, der Hund. Wenn der weggeht, erschieße ich jetzt den Hund von hier. Oh Gott, der Hund kommt her. Okay, untersuch mal, was mit dem Hund ist. Ich gehe in der Zeit hier lang. Vielen Dank. Jetzt hack ich den Laptop. Oh, das Licht da, das Licht da. Oh, das Licht. Wir sind mitten im... Oh, schneller, 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 schneller. Können wir das hier irgendwo ausschalten, das Licht? Das ist ja... Das ist ja herzzerreißend. Sind wir hinten sicher? Hey, der Typen hat Autos gesammelt anscheinend, ha? So. Ob ich tatsächlich durch den Fronteingang rein will? Kann es vielleicht sein, dass wir irgendwie übers Dach kommen? Oder durch irgendeine Kanalisation oder irgendwas in der Art? Bin ich froh, dass ich den Hund jetzt so leicht abfischen konnte. Das beruhigt mich echt wahnsinnig. So. Toll, wie hier auch alles genauso convenient rumsteht, wie wir das brauchen, um schön außen rum zu wandern. Okay, der Typ kommt jetzt hierher. Wenn der jetzt wieder hierher kommt, werden wir den zu uns pfeifen. Oder? Wenn wir jetzt pfeifen, hört er was? Nee, da ist zu weit weg. Völlig klar. Oh ne, ich glaube, jetzt kommen sie doch her. Oh, sie gehen zu zweit. Boah, sind die doof. Wieso gehen die zu zweit, Mann? Er sieht nichts. Wie geil das geklappt hat. Okay. Vielleicht gehen die jetzt einfach. Vielleicht ist das hier gleich meine Chance, einfach durch den Haupteingang zu wandern. Ach nee, wir müssen jetzt zu dem Strom gehen. Genau. Vorher kommen wir ja da noch nicht rein. Ich bin auch ein Experte. Trottel bei der Arbeit. Core LP 100. Der mit der Zahlenmann. Wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Die Typen sind jetzt... Die nehme ich auf die Kimmel. Die dürfen hier draußen einfach rumliegen und wenigstens bei schönem Wetter vor sich hin siechen. Zack, zack. Und furt. So, da liegen sie auch relativ schön getarnt. Bei Nacht, wenn die Sonne aufgeht, wird sich das Bild des Grauens für alle eröffnen. Okay. Hier sind wir schon an unserem Ziel. Hätten wir tatsächlich vorbeischleichen... Jetzt habe ich schon gedacht, ich hätte tatsächlich übers Dach kommen können. Ich hätte übers Dach kommen können. Ach ne, ich kann da nicht hochklettern. Seht ihr, ich kann bis runterspringen. Auch nicht schlecht. Wo sind wir denn hier? Wo sind wir denn hier? Wo sind wir denn hier? Hui! Cool. Ach, ich... Wisst ihr, ich irgendwie... Klar, wenn wir dann mal später dabei sind, das Spiel auseinanderzunehmen, wirklich objektiv zu behandeln und kritisch, ist es sicherlich nicht das beste Spiel auf dieser Welt. Aber es gefällt mir schon wirklich sehr, sehr gut gerade. Also ich habe auch jedes Mal, wenn ich nicht spiele, habe ich Lust zu spielen. Es gibt ja dann doch immer bei Spielen auch mal Zeiten. Also die Qualität stimmt einfach. Die Grafik, das Gesamtbild gefällt mir. Das Gameplay gefällt mir. Es erinnert mich so schön an Chaos Theory. Genau das, was mir an Chaos Theory so gefallen hat. Und ja, es ist einfach toll. Es ist einfach toll. Was jetzt, was ist das hier? Achso, das wird sich gleich. Hier sind wir. Opset verbinden. Wir sind wohl an einer Hauptsteuerung des Hauses, was Sicherheitssysteme angeht und so weiter. Und die werden wir jetzt einfach mal manipulieren. Und dann können wir uns wohl ungestört und unbeschwert in die Villa begeben. Ehe das aber passiert, liebe Freunde, virtueller Zeitverschwendung, würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal in Splinter Cell Blacklist. Ich bin CoreAP100, der mit der Zahlen dran. Danke, dass ihr es zugesehen habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis dann.